und herzlich willkommen heute bei GIO Leben TV, bei GIO Fixed Lebensmut.at. Heute geht es wieder einmal um ein sehr spannendes Thema, und zwar um Abhängigkeit. Aber nicht um die Abhängigkeit, die ich in vielen Videos schon beschrieben habe, nicht um Drogen, Alkohol, sonstige Süchte oder auch Co-Abhängigkeit, sondern heute möchte ich euch über Beziehungsabhängigkeit informieren und einfach auch mal zum Nachdenken darüber anregen. Beziehungsabhängigkeit ist sehr eng verwandt mit der Co-Abhängigkeit. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und auch sehr viele Überschneidungen und Berührungspunkte. Beziehungsabhängigkeit ist eine Abhängigkeit grundsätzlich zu einer Beziehung. Im klassischen Sinne verstehen wir dabei Beziehungsabhängigkeit in Liebesbeziehungen, in Partnerschaften, wo beide Partner zueinander mehr oder weniger eine Abhängigkeit entwickeln. Ja, abhängig zu sein von Beziehungen ist eigentlich ein normales Ding. Ohne Beziehungen wären wir eigentlich nicht lebensfähig. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen das Gegenüber, wir brauchen Punkte im Außen, an denen wir uns orientieren können, an denen wir uns messen können, an denen wir wachsen können. Die Menschen, die wir im Außen, die wir sozusagen in unserer Sozialisation treffen, sind immer ein sehr guter Anker, ein guter Spiegel, damit wir uns eigentlich wahrnehmen können. Wenn das alles nichts wäre, dann könnten wir uns einfach nicht wahrnehmen. Unter Wahrnehmen meine ich auch nicht nur visuell zu sehen, sondern auch mit allen anderen Sinnen etwas wahrzunehmen, das eben nicht direkt zu uns gehört und sie doch aber hilft, uns selber zu definieren. Von dieser Abhängigkeit, von dieser existenziellen Beziehungsabhängigkeit spreche ich aber heute nicht. Es geht um die pathologisch, also um die krankhafte Abhängigkeit eines Menschen zu einem anderen Menschen. Im klassischen Sinne geht es meistens um Abhängigkeit in einer Liebespartnerschaft. Dass ein oder auch beide Partner zueinander Abhängigkeiten entwickeln, die krankhaft sind, die nicht gesund sind, nicht für den Einzelnen und auch nicht für die Beziehung. Was ist nun der grundlegende Unterschied zwischen einer normalen, einer vorher beschriebenen Abhängigkeit in Beziehungen, dass wir Beziehungen brauchen, um eben schöpferisch kreativ werden zu können, um einen guten Spiegel zu einer gemeinsamen und individuellen Entwicklung zu haben? Was ist nun der Unterschied zu einer pathologischen, also krankhaften Beziehungsabhängigkeit? Ich denke, die meisten werden das vielleicht aus ihrer eigenen Beziehungserfahrung wissen, dass man immer wieder in dieselben Fallen hineintappen kann, dass man selber immer wieder glaubt, der andere müsse einen lieben, der andere müsse einem sagen, wie lieb er einen hat, der andere müsse beweisen, dass die Liebe groß ist, der andere müsse dieses und jenes tun und der andere solle dieses und jenes für einen machen, denn wenn er das nicht macht, dann liebt er mich nicht. Und würde er mich lieben, dann würde er mich auf Händen tragen. Das sind alles sehr romantische Sichtweisen und ich denke, sehr viele kennen diese Einstellung, diese Sichtweisen, aber genau das ist der Unterschied zu einer gesunden Beziehung und zu einer eben krankhaften Abhängigkeit in der Partnerschaft. Ja, und zu diesem Thema Beziehungsabhängigkeit, beziehungsweise wie kann ich eine gute, wunderbare, schöpferische Beziehung gestalten, habe ich wieder einmal meinen Experten Blaui zu mir eingeladen. Er wird uns jetzt genauer erklären, wo die Grenze eben zwischen einer normalen, gesunden Abhängigkeit in Beziehungen notwendig ist
und wo Beziehung zu einem Partner, zu einem Liebespartner krankhaft wird und die Beziehung eher behindert als fördert. Hier also wiederum heute bei mir in der Sendung Blaulicht. Hallo, hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, Blaui. Ich darf euch heute wieder zum Thema Beziehungsabhängigkeit meine Expertise oder auch nur meine Meinung sagen. Das finde ich grundsätzlich total toll und Dankeschön dir, lieber Geo, dass du das möglich gemacht hast. Kein Problem, lieber Blaui, das mache ich doch gerne, denn deine Meinung ist mir irrsinnig wichtig. Du bist ja wirklich ein echter Experte zu vielen Themen, speziell auch zum Thema Abhängigkeit und Beziehungsabhängigkeit. Und deshalb überlasse ich jetzt dir das Feld. Also leg los. Herzlichen Dank, liebe Freunde. Jetzt werde ich mal loslegen. Ich werde euch zeigen, wo der Unterschied zwischen Beziehungsabhängigkeit einer krankhaften Beziehung und eigentlich der ganz gesunden, normalen Beziehungsabhängigkeit, die der Geo ja erklärt hat, die wir ja brauchen, um generell zu überleben. Also zuerst noch einmal die existenzielle Abhängigkeit, also diese soziale Beziehungsanbindung, die wir ja brauchen. Wir brauchen ja einander, um die Welt als Ganzes wahrnehmen zu können. Hätten wir keinen Blick im Außen, würden wir uns selber ja nicht wahrnehmen können. Wahrnehmen mit unseren Sinnen ist damit gemeint, nicht nur visuell. Ja, wir brauchen einander, um uns fortzupflanzen. Ja, sonst würden wir ja aussterben, das ist doch klar. Wir brauchen einander, um unsere Bedürfnisse etwas in die Welt zu bringen, schöpferisch zu sein, zu kreieren und diese leben zu können. Und das können wir eben nur mit einem Gegenüber oder mit mehreren Gegenübern. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu unterstützen und wir brauchen einander, um uns durch unser Sein gegenseitig zu bereichern. Das ist doch irgendwie ganz klar, nicht wahr? Da gebe ich dir total recht, lieber Blaui. Alles sehr gescheit bisher, was du da so sagst. Das sehe ich auch so. Ja, und zusammenfassend möchte ich da sagen, ich brauche dich, um mich selber zu erkennen, um uns in diese Welt gegenseitig zu unterstützen, damit unsere Existenz in Sicherheit, Wachstum, Glück und Zufriedenheit gewährleistet ist. Um das geht's ja. Und ganz wichtig dabei ist, diese ganz natürliche Beziehungsabhängigkeit, die ist nicht auf einen Menschen alleine konzentriert. Das kann ich und sollte ich auch mit ganz vielen Menschen leben können. Wie das dann mit der Sexualität und mit dem Kinderkriegen ist, okay, das ist eine andere Geschichte, das möchte ich jetzt nicht behandeln. Gell? Okay. Ja, und wie ist es dann eben mit der krankhaften Beziehungsabhängigkeit, die eben nicht natürlich ist? Natürlich, klar, das werde ich schon noch ausführen. Kannst es wieder nicht erwarten. Okay, ja, die krankhafte Beziehungsabhängigkeit. Wenn jemand krankhaft beziehungsabhängig ist, dann braucht der jemand anderen, der ihm sagt, wer er ist. Derjenige, der beziehungsabhängig ist, braucht jemand, um seine sexuelle Lust zu befriedigen. Der braucht jemand, um ihn für seine Bedürfnisse nützen zu können. Ja, und der braucht jemand, um Liebe und Zuwendung zu bekommen, um diese auch einzufordern. Aha, das hat also alles mit sehr viel Brauchen zu tun. Genau, genau richtig. Ja, der braucht auch jemand, der ihm die Dinge abnimmt, die er eigentlich selber machen könnte, die er sich nicht machen traut oder eben nicht zutraut. Der braucht jemand, um meistens einen Schuldigen zu haben, einen, auf den er alles, was ihm nicht passt, projizieren zu können. Und er braucht auch immer jemand, um sich kurzfristig eben besser zu fühlen. Eben, es muss immer irgendjemand da sein, der ihm ein gutes Gefühl macht. Der muss immer irgendwas tun, das ihm ein gutes Gefühl gibt. Das ist einfach die klassische Abhängigkeit. Ich brauche immer etwas im Außen. Und in dem Fall ist es eben halt der Partner. Es geht ja hier um Beziehungsabhängigkeit. Ja, und dann geht's noch weiter. Die Beziehungsabhängigkeit, die brauchen nicht nur, die wollen ja auch. Die wollen alles gemeinsam machen, ja. Die brauchen immer für alles den Partner. Die können nichts alleine tun. Die können auch nicht mit ansehen, dass der Partner alleine was macht. Die sind einfach sehr, sehr, sehr
eifersüchtig ständig. Ja, wenn der Partner was machen möchte, dann kommt, heißt schon wieder, und mit wem warst du dort und wer ist das und wie schaut der oder die aus? Ja, und die wollen immer gesagt bekommen, wie sehr man sie liebt. Umso öfter du es ihnen sagst, umso öfter wollen sie es hören. Das ist wie ein Fass ohne Boden. Du kannst Wasser hineinschütten, was du möchtest, es wird immer zu wenig sein. Die wollen einfach permanent Zuwendung. Die brauchen immer den Partner für die Zuwendung. Die wollen, dass man sich um sie kümmert. Und sie wollen so angenommen werden, wie sie sind. Egal, welche Schattenseiten sie auch haben, sie wollen so angenommen werden, wie sie sind. Das ist echt spannend. Da braucht man sich ja nicht um seine Schatten kümmern. Ich erkenne nur sehr oft, dass sie es umgekehrt nicht so machen, ihren Partner nicht so annehmen, wie sie möchten. Okay, ja, Beziehungsabhängige, die können sich einfach selber nicht lieben. Das ist die Krux bei der Sache. Sie mögen sich nicht, sie lieben sich nicht. Denn wenn das so wäre, dass sie sich lieben, dass sie sich selber annehmen können, dass sie sich selber mögen, dass sie mit dem zufrieden sind, wie sie sind, was sie sind, dann hätten sie ein super Selbstwertgefühl. Und dann bräuchte ich nicht ständig jemanden, der mir sagt, dass er mich liebt. Denn die hätten dann diese Liebe in sich. Ja, Blaue, das sagst du eh. Irrsinnig wichtige Dinge, um die es eigentlich eh sehr oft geht. Aber ich glaube, jetzt müssen wir schnell die Pommes aus dem Ofen holen. Es riecht schon ziemlich fertig. Okay, Pommes, Pommes. Hast du auch Ketchup? Klaro habe ich Ketchup, Blaue. Toll, toll. Also, liebe Leute, kurze Pommespause. Bis später. Tschüssi. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Bei dem Thema, dass... Weil das mit der Selbstliebe, mit dem Selbstmögen, wenn sich jemand eben selber nicht mag, klarerweise, aber er sich natürlich selber, er will natürlich das Gefühl von Mögen, von Liebe auch spüren, weil er ja spürt, weil Menschen ja spüren, wenn sie sich selber nicht mögen, die fühlen sich ja nicht toll. Und wenn ich gelernt habe, dass ich mir das alles von außen holen muss, von einem anderen Menschen holen muss, ja, dann hole ich mir einen Partner und dann frage ich den ständig und sage, liebst du mich? Liebst du mich denn überhaupt? Bis das wirklich irgendwann einmal so aus der Rolle fällt, dass nur noch um das gestritten wird. Dass es dann auch wirklich schon krankhaft wird und dann, du liebst mich überhaupt nicht. Und der Mann hat schon 15 Mal am Tag gesagt, dass es liebt. Und du liebst mich nicht. Und ja, wie gesagt, das wird halt dann einfach krankhaft. Punkt. Ja. Und die agieren dann auch immer so, dass sie das auch bekommen, das, was sie dann eben auch wollen. Sie sagen, ich liebe dich und meinen eigentlich, sag mir, dass du mich liebst. Ja, und sie können überhaupt nicht allein sein. Und wenn sie allein sind, fühlen sie sich einsam, sehr einsam. Und sie neigen auch dazu zu anderen Abhängigkeiten, also nicht nur der Beziehungsabhängigkeit, sie neigen auch eventuell zu Alkoholabhängigkeit und auch vielleicht auch zu Co-Abhängigkeit, vielleicht sind sie ja auch Co-Abhängigkeit. Und sie klammern sich einerseits an sich, an dich an, also an ihren Partner an und stoßen sich dann wieder gegenseitig ab. Ja, und sie sind in so einer, sie wollen ständig in so einer gemeinsamen Symbiose sein und sie wollen ständig mit ihrem Partner eigentlich verschmolzen sein, aber nur vom Partner bekommen und selber können sie nichts geben. Ich weiß, das klingt jetzt alles ziemlich hart und etwas böse, aber so meine ich es ja auch nicht. Grundsätzlich können ja natürlich Menschen, die abhängig sind, ja nichts dafür, dass sie so geworden sind. Das hat ja alles auch seinen Grund. Die sind ja auch so erzogen, die sind ja auch so konditioniert. Und es sind wesentlich und extrem viele Menschen sind abhängig. Nicht nur ein paar, das sind schon ganz schön viele. Nicht nur beziehungsabhängig, vielfältig abhängig und von anderen Dingen abhängig. Ja, und Menschen, die von anderen Menschen abhängig sind, weil sie für sich selber nicht sorgen können, sich selber nicht lieben können. Ja, lieben bzw. mögen sich eben selber nicht wirklich. Deshalb wollen sie immer mehr und immer mehr. Wenn du einmal sagst, ich liebe dich, was ist dann? Ja, dann wollen sie noch ein Liebe, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Und wir lieben uns. Und ich liebe dich. Sag mir doch, dass du mich liebst. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich dich liebe. Nein, du hast es heute noch nicht gesagt, dass du mich liebst. Genau, dieses Spiel wird dann gespielt. Dass es einfach nicht genug ist. Wie schon beschrieben, es ist wie ein Eimer ohne Boden oder mit vielen Löchern. Du kannst reinschütten, was du möchtest. Es wird immer wieder
alles ausrinnen. Genau, ja. Ist es denn auch so... Nein, Blaue. Ist es denn auch so, dass in einer Partnerschaft, in einer Liebespartnerschaft, beide Partner beziehungsabhängig sein müssen? Oder geht es, dass nur einer beziehungsabhängig ist? In der Co-Abhängigkeit ist es ja eher so, dass da ja beide abhängig sein müssen. Ja, da gibt es den Co-Abhängigen und da gibt es den Alkoholiker. Wie ist das, lieber Blau, in der Beziehungsabhängigkeit? Ja, sehr gute Frage, lieber Gio. In gewisser Form ja, ein sich selbst liebender Mensch, der gut im Leben steht, würde ja eine beziehungsabhängige Person ja gar nicht anziehen, so würde ich das mal sehen. Und wenn der doch jemanden anzieht, dann wäre die Beziehung wahrscheinlich nicht lange irgendwie ständig, weil der gut im Leben steht und sich selber mag und sich selber liebt, der wird es mit einem Beziehungsabhängigen nicht aushalten. Es wird sicher Ausnahmen geben, aber in den meisten Fällen wird das einfach nicht funktionieren. Ich glaube, ein Partner braucht jemanden, der ihm ständig sagt, wie lieb er ihn hat, und der andere Partner braucht eben diesen Partner. Also die bedingen sich beide in irgendeiner Art und Weise. Ja, also der eine ist also derjenige, der immer die Bestätigung braucht, der immer hören muss, wie sehr er geliebt wird, der immer so auf Nähe geht, mehr oder weniger, hallo, hallo, es ist ihm nie nah und viel genug. Und das Gegenüber, der andere Partner, ist eher von seiner Statur, von seiner Konstitution, eher der sowieso von Haus aus schon sehr, sehr großen Abstand zu dem Partner hat, der eh immer wieder Grenzen zieht und dem eh alles immer viel zu viel an Sehen und an Beziehung ist. So ist er meistens von Haus aus. Und der braucht in Wahrheit den anderen, der immer wieder kommt und sagt, liebst du mich und ich möchte bei dir sein, den braucht der andere eigentlich dazu, weil sonst würde der komplett abdriften, weil der hat in seiner Grundkonstitution ja dieses Muster, dass er, wie gesagt, eigentlich ganz wenig Nähe zulassen kann von Haus aus. Und wenn der andere Partner nicht da wäre, der es immer sehr nahe braucht, dann würde der andere komplett abdriften und der wäre dann gar nicht mehr beziehungsfähig. Also braucht auch der andere denjenigen, der immer wieder Bestätigung braucht, den genauso, weil der ihn immer wieder hereinholt, sozusagen in die Beziehung. Aber das ist halt eine sehr schiefe Angelegenheit, würde ich da mal meinen. Ja. Da gibt es ja dann diese unbewussten Botschaften. Aha, unbewusste Botschaften, sehr spannend. Es hat ja jede Information, jede Message, die man jemand anderen mitgibt, ja neben der Sachebene auch eine unbewusste Ebene, neben der Beziehungsebene, dieses Unbewusste, das da noch mitschwingt. Was ist denn das? Ja, das sage ich dir gleich. Das ist ungefähr so, ja. Deine Partner sagt ja, sag mir, dass du mich liebst, denn ich spüre die Liebe in mir selber nicht. Das ist so die unbewusste Botschaft. Das ist ja dem Abhängigen ja nicht bewusst. Sag mir bitte immer, dass du mich liebst, denn ich kann es in mir selber nicht spüren. Ja, und die Botschaft des anderen, des Gegenübers, die sagt, bleibe bitte auf Abstand, komme mir ja nicht zu nahe. Ich kann mich nur geliebt fühlen, wenn du mir nicht zu nahe kommst. Doch ich brauche dich auch, weil wenn du nicht immer wieder an mir ziehen würdest, an mir rütteln würdest, dann würde ich komplett aus der Beziehung rausdriften. Also so ist eben sind diese unbewussten Botschaften, die beide Partner in Wirklichkeit aussenden. Wow, Blaue, das ist eine sehr interessante These, die du da anführst. Genau, das ist eine sehr interessante These, habe ich sehr lange darüber nachgedacht. Ja, mag zwar gewagt klingen, doch es ist für mich eine sehr verständliche Erklärung, muss ich echt sagen. Ist nun eine Beziehung, also in der beide Parteien oder eine Beziehungsabhängigkeit einfach vorherrscht, ist so eine Partnerschaft eben nun zum Scheitern verurteilt, lieber Blaue, oder nicht? Nein, das muss es ganz gewiss nicht sein. Jede Partnerschaft, ob Beziehungsabhängigkeit oder nicht, die nicht gut funktioniert, die nicht gut läuft und die Beziehungspartner sind sich nicht bewusst darüber, wird schlussendlich scheitern. So ist es auch in der beziehungsabhängigen Partnerschaft. Doch wenn sich die Partner dessen einfach mal bewusst werden, dann können sie natürlich daran arbeiten. Dann haben sie grundsätzlich ein sehr großes Potenzial, denn sie können ja sich sehr gut
in den anderen hineinfühlen. Das ist ja auch eine sehr gute Eigenschaft von jemandem, der sich immer wieder in den anderen hineindenkt. Liebt er mich noch, liebt er mich nicht mehr, der sich sehr viel mit dem Partner beschäftigt. Das kann ja eine gute Eigenschaft sein, wenn man sie nur richtig anwendet. Aber die beiden Partner müssen sich natürlich über ihre Beziehungsabhängigkeit bewusst werden. Dann können sie sehr wohl super damit umgehen und daran arbeiten. Und dann können sie an sich selber arbeiten lernen, sich selber lieben und mögen lernen, denn das ist grundsätzlich das Manko von beiden Seiten. Sie mögen sich selber nicht, sie können sich selber nicht annehmen, so wie sie sind, und brauchen auf ihre Art und Weise den anderen, wie ich ja vorher schon erklärt habe. Und wenn beide an sich selber zu arbeiten beginnen und bewusst miteinander umgehen und daraus dann neu ihre Beziehung entwickeln und definieren, dann